Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sid Meier's Railroad. Ja, steigen wir direkt wieder in den Einzelspielermodus ein. Letztes Mal haben wir ja die erste Mission oder das erste kleine Szenario gespielt. Jetzt für diese zweite Staffel habe ich mir Großbritannien ausgesucht. Wir starten 1829 bis 1922. Wir haben da unter anderem so ein paar Ziele, wie zum Beispiel Manchester, Liverpool verbinden, etc. pp. Da schauen wir dann später nochmal rein, wenn es soweit ist. So sieht die Map aus. Wir machen mal Schwierigkeitsstufe. Ja, machen wir mal Mogul. Sagen wir, sind wir da mal nicht so. Zwei Computergegner machen wir wieder und strecken Schwierigkeitsgrad auf Mittel. Also etwas schwerer. Durchschnittlich schwierig, ja. Also das wird anspruchsvoller werden als das erste. Steigen wir mal da direkt ein. Pullman. Palastwaggon. Bringt 20% mehr Einkünfte aus Passagierzügen. Okay. Müsste wahrscheinlich wieder so eine Sonderversteigerung sein. Ja, ich hoffe, das erste Let's Play hat euch gefallen. Schön, dass ihr wieder einschaltet hier. Wie gesagt, das spare ich mir jetzt. Wer das durchlesen möchte, kann da auf Pause machen. Okay, wir starten hier in der schönen City Wrexham, wenn ich das so richtig ausspreche. Und wir sehen, hier sind schon ein paar andere Städte in der Nähe. Schauen wir erstmal, was die brauchen. Nachfrage. Die machen so Chemiesachen. Okay, hier vorne haben wir was. Schäferei. Ich hätte ja fast gesagt, wir verbinden erstmal die beiden Städte und machen hier einen kleinen... Na, ich ziehe mal hier rechts rum. Kurz einfach mal direkt Passagiere. Da habe ich schon einen Bahnhof. Ja, machen wir mal zwei Postwagen, zwei... Personenwagen und fahren erstmal die erste Strecke ab. Okay, ja, jetzt können wir hier Chemiefabrik, okay. Das müssten also so Pillen oder sowas sein. Wie viele sind, weiß ich nicht. Aber hier kriegen wir jetzt die Pillen. Ja komm, nehmen wir den hier mit rein. Kommen wir mal schnell ein paar Aktien von mir. Dass wir hier die Strecke bauen können. Okay, Pillen gibt's hier also. Nummer 4 gleich. Zack, und los geht das. Schauen wir uns das mal an. Ich frag mich, was das ist. Was steht denn hier? Schaf, was könnte das denn sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall werden da irgendwie Pillen rausgemacht. Okay. Wofür wir die Pillen brauchen, weiß ich auch noch nicht. Ah, hier unten gibt es noch mehr zu holen. Da bin ich ja fast schon dazu geneigt, gleich wieder eine Fabrik zu kaufen. Dass wir da die Rechte haben. Na, da wird eben, soll ich irgendwas liefern, da... Das ignoriere ich jetzt mal, dann baue ich hier noch... was hin... Hier können wir dann gleich auch nochmal die Ladungen hier hinbringen. Und dann möchte ich schon gerne jetzt hier die Chemiefabrik kaufen. Das müsste ja funktionieren mit Chemiefabrik, ich denke doch. Boah, die Züge sind aber richtig langsam. Ich habe das nicht irgendwie langsamer gestellt. Ja, okay. Das geht gut, das geht ab. Ich hoffe, jetzt kriege ich auch den Zuschlag. Zwei, eins. Sehr gut, die gehört mir. Ich denke, das wird sich lohnen. Mal Geschwindigkeitsrekord. Hier unten gibt es noch eine Stadt. Okay, die macht aus Wolle, müsste das sein, Kleidung.
So, hier haben wir noch Steine. Wo müssen die denn hin? 17 Meilen hier runter. Hier hin. Okay, das könnten wir dann später auch noch machen. Was heißt später? Könnten wir mal probieren. Wie gesagt, ich muss ja hier verbinden. Okay, das geht. Ich habe nicht genug Geld wahrscheinlich, will der mir sagen. Da ist der. 25.000, ja. Das kostet sogar 50.000. Ich weiß gar nicht, wie teuer ein Zug ist. Ah, da. 48.000 Pfund an der Stelle. Also, Moment, wir können das hier ändern. Ich werde ein bisschen schneller, auch wenn deine Passagiere bevorzugt werden. Interessiert mich das jetzt nicht. Ich habe keine Passagiere zu fahren. Ich brauche jetzt hier die Steine. Okay, es läuft aber schon mal gut an. Schauen wir mal so ganz kurz auf die Ziele. Bis 1850. Liverpool und Manchester muss ich verbinden. Okay, schauen wir mal. Gehe zur Stadt. Liverpool. Habe ich doch schon. Also Liverpool muss mit Manchester verbunden werden. Okay. Und Manchester ist... hier oben. Ach, das geht ja... das ist ja nix. Das machen wir direkt. Ein bisschen Kohle fehlt uns hier noch. Erstmal bis da durch. Also meine Fabrik. Ja, macht schon ein bisschen Kohle. Die Züge sind natürlich der letzte Rotz. Ah, hier, guck mal, aus Stahl machen die Bomben. So sieht das aus. Waffenfabrik, ja. Hier könnte ich eigentlich auch nochmal einen dritten bauen. Das geht mir jetzt hier doch ein bisschen auf Nerven. Warte mal, bis der gleich durch ist. Schick mal den hier hin. Enge Kurven. Was sind enge Kurven? Ist das hier schon eine enge Kurve? Ich weiß es nicht. Dann bieten wir mal einfach mit. Die nehmen wir raus. Und die nehmen wir auch raus. Ja, 100.000. Ist mir da fast doch zu teuer. So. Jetzt haben wir die auch miteinander verbunden. Dürfte das erste Ziel... ja. Okay, schon... Waffenfabrik. Okay, hier haben wir dann also Passagiere. Und hier oben haben wir wieder von diesem Pillenzeug. Das machen wir direkt. Warten bis voll. Zack. Ja, wenn ich wüsste, wofür diese Pillen gebraucht werden, wahrscheinlich... ich weiß es gar nicht genau. Schauen wir mal, wie es steht. Medikamente. Sind das hier vorne? Die größeren Städte brauchen die, oder? Hier? Ja, okay. Ne, die brauchen das aber auch nicht. Liefere 8. Vielleicht später. Oh, ich muss aufpassen, hier wird schon fleißig eingekauft. Wie meine Aufgabe... ich brauche 70% meiner eigenen Firmenanteile. Oh, und er kauft hier schon... uiuiui. Warum tust du das? Hm.
kann ich erstmal nichts mit anfangen. Jetzt sind hier 8 von den Medikamenten drin. Na, schauen wir mal hier unten. Ich habe ja hier auch Stahl. Stahl wird ja eigentlich mit Stahl gebraucht. Nirgendwo momentan. Hier oben war ja noch die Waffenfabrik. Hier, glaube ich. Ja. Könnte ich dahin liefern, den Stahl. Aber dann müsste ich von hier unten... das mag mir noch nie so gefallen. Ich glaube, ich verbinde die beiden Städte erstmal mit Post. Dass die hier wachsen. So, und hier gibt es Kühe. Da könnte ich Nahrungsmittel herstellen. Ja, das mache ich. Das ist gut. Nahrungsmittel bringen extra Kohle. So, und dann hast du hier Nahrungsmittel, dann kann ich die dahin liefern. Dann kommst du mal... Fahrtenbuch. Genau hier. Liverpool. Bitte 2 Nahrungsmittel noch. Ja. Nach Manchester, bitte. Ja doch, das machen wir. Hier ist auch noch Wolle. Wolle können wir hier nirgendwo gebrauchen momentan. Hier unten nur Wolle. Und hier gibt es, glaube ich, auch Wolle, ja, aber das... Und dann doch erstmal ein bisschen weit. Hier gibt es Wolle. Hier Wolle von da nach da. Das würde gehen. Probieren wir mal direkt. Okay, das war hier Wolle. Nach da. Genau, und du wartest da, bis es voll ist, bitte. So, aus Wolle machen wir Kleider. Die Kleider können wir dann theoretisch hier hinbringen. Und Passagiere können wir hier hin und her fahren. Ja, das machen wir dann auch noch. Ziehen wir noch einen da lang. Ich hoffe, das geht mit Doppelbahnhof. Müsste gehen, 50.000. Bitte. Ja, die Züge sind echt richtig lahm. Ich will nicht wissen, wie der da gleich hochkommt. Zum Glück unbeladen. Aber Wolle wiegt ja auch nicht die Welt. Okay, da habe ich schon einen Bahnhof. Also dann geht das nicht. Und dann fahren wir halt direkt durch die Stadt. Okay, nehmen wir hier. Brauchen die vielleicht noch Eisen? Nein, leider nicht. Okay, dann machen wir das so. Von hier bitte 2 Kleider. Post und das nach hier. Die brauchst du dann nicht. Und so. Okay, jetzt müssen wir mal sehen, ob es funktioniert. Schauen wir mal. Haben wir hier schon Kleider? Ja. Haben wir schon was da? Ein noch, sehr gut. Das müsste... Ah, sehr schön. Ich baue immer 4 Wagen dahinter. Ich denke mal, 5 sind vielleicht zu schwer.
So, jetzt kannst du hier, genau, Personen und... Ja, ich denke mal, das passt so. Das sieht doch erstmal gut aus. Geld fließt auch schon recht gut, muss ich sagen. Schauen wir uns das Ziel nochmal eben an. Nicht, dass es gleich... Oh! Oh, ich muss meine Anteile kaufen. Ach du Scheiße. Noch 6 Jahre. Oh, Scheiße. Okay, ja, dann heißt es erstmal sparen, denke ich. Eieiei, das habe ich ja... Das ging ja jetzt super schnell. Schauen wir uns mal die Züge an. Züge. Geld sortieren. Passagiere bringen hier am meisten. Okay, wer bringt hier so wenig? Der hier. Ansicht, kann ich den mir sehen? Okay, der. Neuer Zug, okay. Na gut, der quält sich hier natürlich extrem. Könnte natürlich sein deswegen, aber meine Fabrik macht dafür gutes Geld. Deswegen soll der da auch fahren. Vielleicht upgrade ich den später. Du könntest vielleicht noch einen Waggon mehr mitnehmen. Kann ich die hier rausnehmen? Funktioniert das so? Vielleicht habe ich das die ganze Zeit... Vielleicht bin ich die ganze Zeit falsch gefahren, wenn man so will. Schauen wir uns mal an, ob das funktioniert. Wenn... Nur noch 4 Jahre? Ja, wie soll ich das... Also... Das wäre es, wenn ich hier direkt ausscheide, weil ich das Ziel nicht erfüllt habe. Dann ist es aber echt ganz schön schwer. Muss ich sagen. Komm, es geht bergab. Hau rein. So schwer kannst du es nicht haben hier. Wie langsam das Ding ist. Ist ja der Wahnsinn. 15 Jahre alt. Gucken, ob das funktioniert. Wenn ja, müsste ich das überall ändern. Wenn es nicht jetzt schon zu spät ist. Okay, das geht. Gut, der ist schneller, ja. Das geht deutlich schneller. Wir sehen, ob wir es auch noch, ob wir es noch schaffen mit unserem Geld. Glaub aber nicht. Aber der ist auch ziemlich schnell. Selbst mit Waggon. Also ich glaube nicht, dass das viel ausmacht. So, wie sieht's aus? Noch 2 Jahre. Ein Anteil brauche ich noch. Könnte ich schaffen. Könnte ich schaffen. So, und bei dir machen wir das Ganze auch nochmal eben. Könnte ich schaffen. Oh, sogar super viele Klamotten hier auf dem Lager. Noch 1 Jahr. Sprich dieses Jahr noch. Oh, ich brauche noch 200.000.
Ja, komm, da fließt die Kohle. Komm, das sollte drin sein. Komm, gib Gummi. Gib Gummi. Oh, hier wird auch schon fleißig angebaut. Oktober. Los. Ich glaube, das ist der Typ, der reicht. Oh nein. Wie knapp. Kaufen, 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 kaufen. Habe ich es geschafft? Nein. Ganz knapp, das gibt's doch nicht. Unfassbar. Leute, so schnell kann es gehen. Erfolg oder Misserfolg? Ich fand, ich habe gar nicht schlecht gebaut eigentlich. Vielleicht habe ich zu viel gewollt. Ich weiß es nicht. Ja, aber das lasse ich ja nicht auf mir sitzen. So eine Niederlage hier. Ich weiß jetzt, bin jetzt ein bisschen schlauer geworden. Ich werde das Ganze nochmal starten. Tut mir leid. Aber so nicht, meine Freunde. Das geht nicht. Wir schauen uns jetzt aber nochmal kurz Profit an von den Zügen, damit ich weiß, wer hier wie viel Kohle gemacht hat. Und man sieht ganz klar, Passagiere sind ganz oben mit dabei. Dann werde ich mich erstmal auf Passagiere fokussieren. Ja, und an dieser Stelle die Mission neu starten.